Naturwellen werden sehr oft missverstanden. Sowohl beim Haarschnitt wie auch beim Umgang und bei der Pflege und bei allem anderen auch. Und auch bei den Produkten gibt es relativ wenige, die speziell für Naturwellen oder für wellige Haare geeignet sind. Darum zeige ich euch jetzt in diesem Video mal, welche Produkte ich für wellige Haare empfehle. Herzlich willkommen! Wellige Haare werden oft nicht so richtig ernst genommen. Sie werden entweder als glatte Haare, die ein bisschen Bewegung haben, verklärt oder eben als Lockentyp 2. Und daher finden wir relativ wenig Produkte, die speziell jetzt für natürliche wellige Haare oder Naturwellen gedacht sind. Das ist eigentlich schade, weil dieser natürliche Look von welligen, schönen, kräftigen Haaren wirklich unser aktuelles Schönheitsideal ist. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Damit sich Wellen schön, natürlich oder ergiebig zeigen und präsentieren, müssen die Haare und die Kopfhaut erstmal sehr gut gereinigt werden. Und die Haare müssen auch noch von allen Ablagerungen und sonstigem, was es so gibt, befreit sein. Das klappt am besten mit Volumen-Shampoos oder Detox-Shampoos. Und ein Produkt, was beides richtig gut kann, ist das Rasul Volumen-Shampoo von Urtekram. Rasul oder keine Ahnung, das ist so eine Art Heilerde, mit der schon seit vielen Jahrhunderten die Haare quasi von Ablagerungen gereinigt werden. Daher müsst ihr das Shampoo, bevor ihr es benutzt, auch sehr kräftig schütteln, weil sich der flüssige Teil und der festere Teil so ein bisschen ineinander absetzen. Also richtig ordentlich durchschütteln, bevor ihr das Shampoo es erstmal benutzt. Es duftet sehr schön frisch nach Minze und wirkt so ein bisschen beruhigend auf die Kopfhaut. Es schäumt nicht so reichhaltig. Man merkt aber, dass es von vielen Rückständen die Haare befreit und die Haare sich schön leicht und natürlich anfühlen. Und das ist super, denn so können die Naturwellen richtig schön durchkommen. Wenn ihr ein normales Volumen-Shampoo haben wollt, würde ich euch das Volumen-Shampoo von Lavera sehr ans Herz legen. Das ist super in der Wirkung, also es hat eine gute Waschkraft, ist trotzdem mild zur Kopfhaut, das hat sehr gute Inhaltsstoffe und preis-leistungstechnisch ist es auch echt gut. Also wenn ihr ein Volumen-Shampoo aus der Drogerie nehmt, würde ich euch immer das Volumen-Shampoo von Lavera empfehlen, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt mitmachen. Es wird zwar vom Hersteller eher für feines Haar empfohlen, aber ich habe ja schon mal in einem oder anderen Video gesagt, warum ich Volumen-Shampoo niemals für feine Haare empfehlen würde, sondern warum sie eigentlich eher für wellige Haare geeignet sind, die meistens ja eigentlich vom Haarquerschnitt, also vom wissenschaftlichen Haarquerschnitt, eher nicht fein sind. Ein professionelles Friseurshampoo, das effektiv vor Calcium und anderen Ablagerungen reinigt, ist das Kérastase Premier Bain de Calcifiant. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das Premier Shampoo. Das ist genau richtig für wellige Haare, denn es befreit sowohl von Calcium, also Kalkablagerungen und vielen anderen Ablagerungen. Ihr merkt schon, hinterher sind die Haare auch sehr schön, fühlen sich die Haare auch sehr frisch und gereinigt an, ohne überpflegt zu sein. Es ist auch kein Tiefenreinigungs-Shampoo, sondern es ist wirklich so eine Art, ja, sowas zwischen Detox-Shampoo, Clarifying-Shampoo, dafür gibt es eigentlich noch keine so richtige Produktkategorie. Und was mir auch gut gefällt, für ein Friseur-Shampoo hat es relativ gute Inhaltsstoffe. Es ist natürlich ein bisschen preissensibler, aber wenn ihr gerne ein teureres Shampoo friseurexklusiv haben wollt, würde ich euch die Kérastase Premier-Serie empfehlen. Nach dem Waschen folgt ein Conditioner. Da gibt es zum ersten Conditioner auf Creme-Basis. Beim Conditioner müsst ihr aufpassen, dass der von der Textur nicht zu schwer ist, dass die Haare nicht runter und glatt gezogen werden. Also eher was pflegend ist, aber auch eine leichte Textur hat und sich gut verteilen lässt. Aber auch das Haar nicht wieder zu weich macht. Das ist schon nicht ganz so einfach. Aber das erfüllt auf jeden Fall der True Soft Conditioner von Maria Nila. Auch wieder ein friseurexklusives Produkt, also ein bisschen preisintensiver, auf jeden Fall sehr gut geeignet für wellige Haare, da er auch von der Textur her eher sanft ist und er hat eine spezielle Farbschutzpflegeformel, sodass er auch für gefärbte Haare gut zu benutzen ist. Und auch die auf die Inhaltsstoffe wohl geachtet, wobei dafür, dass sie sich als Naturkosmetik bezeichnen, könnte das ein bisschen besser sein, wie ich finde. Aber der Conditioner hat auf jeden Fall bessere Inhaltsstoffe als die Shampoos. Eine günstigere Variante ist die Nature Box Reparaturspülung mit Avocadoöl. Die ist auch leicht von der Textur und obwohl es mit Avocadoöl ist und sie ein bisschen ölig ist, werden die Haare nicht beschwert und man merkt hinterher auch nicht, dass das irgendwie ölhaltig ist. Also die Haare werden auch nicht strähnig oder fettig an der Kopfhaut oder anderes. Der Conditioner lässt sich sehr gut verteilen und man bekommt in dieser wunderschönen großen, transparent bäuchigen Flasche auch eine ganze Menge für den Preis mitgeliefert. Das finde ich ist auch immer noch ein Pluspunkt. Conditioner gibt es aber nicht nur auf Cremebasis, sondern auch in Sprayform. Und während ich euch Conditioner auf Cremebasis nur so einmal die Woche oder zweimal die Woche empfehlen würde und nicht nach jeder Haarwäsche, würde ich euch auf jeden Fall Conditioner in Sprayform, also Leave-In-Conditioner oder die folgenden Produkte, wirklich immer, wenn ihr die Haare trocknet, empfehlen. Der große Vorteil von Conditionern auf Spraybasis ist natürlich,
dass ihr, nachdem ihr die Haare gewaschen habt, abfrittiert habt, gekämmt habt, ihn reinsprühen könnt und schon mit dem Formen beginnen könnt. Und es auch sich sehr, sehr gut empfiehlt, wenn ihr die Haare lufttrocknen lasst, anföhnt, mit dem Diffuser föhnt oder wie auch immer. Der Splitfix Leave-In Conditioner von der Marke Hairlust kommt wieder in einer sehr schön designten Flasche, die sich gut anfühlt und womit man das Spray auch gut verteilen kann. Auch immer noch wichtig, dass das so ein richtig schöner Nebel ist und nicht einfach nur so ein Strahl, der so punktuell irgendwo die Haare trifft. Er beruhigt die Haare vor Frizz und Spliss und macht sie dadurch besser kennbar. Mit Aloe Vera, Vitaminen und Antioxidantien. Und er duftet vor allem noch sehr schön, lässt sich gut in den Haaren verteilen und hat sehr gute Inhaltsstoffe. Den Link dazu, wie immer, unten in der Beschreibung und zu den anderen Produkten, falls sie nicht direkt in der Drogerie erhältlich sind, natürlich auch. Wenn ihr über diese Links einkauft, könnt ihr den Kanal so ein bisschen unterstützen. Vielen Dank an der Stelle. Ein anderer guter Spray Conditioner ist auch noch der Revitalizing Spray Conditioner, wieder von der Marke Otekram. Auch wieder eine dänische Marke, genauso wie Hairlust. Also da gibt es mittlerweile viele kleine Startup-Marken, die gute Inhaltsstoffe haben und dafür auch richtig gute Produkte. Und wenn man mal in Dänemark war, sieht man, die Menschen dort achten auch sehr stark auf ihre Haarpflege. Wie man schon sehen kann, ist der Revitalizing Spray Conditioner auch wieder mit sehr viel Aloe Vera, das Feuchtigkeit spendet, und mit Orangenextrakt, weshalb er auch sehr schön frisch und fruchtig duftet. Einfach vor dem Trocknen in die Haare sprühen und schon so ein bisschen kneten und definieren. Und die Naturwellen werden mit Feuchtigkeit versorgt, aber werden eben nicht schwer oder haben auch keinen Film oder sonstiges drauf. Da natürlich beide Sprays auch ohne Silikone oder sonstigen filmbindenden Stoffen auskommen. Ja, für noch ein bisschen intensivere Pflege, einmal im Monat, empfehle ich euch auch noch eine Haarkur. Nun, gerade ist so ein bisschen, gibt's nicht so viele gute, leichte Haarkuren im Angebot, sowohl im friseurspezifischen Bereich wie auch in Drogerien, aber die Altera Biogranatapfelhaarkur finde ich immer noch super. Abgesehen davon, dass ihr so eine blöden Tube bekommt. Ich mag Tuben nicht für Haarkuren. Da finde ich einfach so Tiegel oder Töpfe oder so, finde ich einfach besser. Kann man besser dosieren. Aber man kann die Biogranatapfelkur, das muss ich auch dazu sagen, auch sehr gut dosieren, da sie relativ leicht von der Textur ist. Und auch eine Haarkur sollte ähnlich wie ein Conditioner relativ leicht sein. Diese Haarkur macht ihr einmal im Monat in die Längen und Spitzen, kämmt sie durch, macht einen Turban drüber oder sowas und lasst sie mal eine halbe Stunde lang einwirken, wenn ihr Zeit habt. Oder ihr müsst, jetzt wird es ja langsam wieder warm und Frühling, könnt ihr euch einfach irgendwie draußen auf dem Balkon, Terrasse, was auch immer setzen und die einfach so in der frischen Luft einwirken lassen. Wichtig ist wirklich nur bei einer Haarkur, eine Kur ist immer was, was länger dauert. Nehmt euch für eine Haarkur Zeit, 10 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht vorher einfach die Haare anfeuchten, dann die Haarkur raufmachen und hinterher dann waschen, Conditioner und was ihr sonst noch so macht und nicht einfach nur, ja, so 2 Minuten nach dem Duschen Haarkur rauf einmal die Woche. Das ist nicht so effizient. Und eine Haarkur für wellige Haare, wie schon gesagt, die Altera Bio Granatapfelkur. Gibt's bei Rossmann, glaube ich. Bei der nächsten Kategorie gibt es wieder relativ viel Auswahl. Haaröle oder Serien oder Balsamen, das ist ganz wichtig zum Styling, zum Formen und generell auch für die Pflege bei Naturwellen, weil man so eben auch schon, ja, gut dosieren kann, was kommt, wie viel Pflege und wie viel Produkt kommt, wie, wann, wohin, wie wird die Struktur beruhigt und so weiter und so fort. Ein Haaröl, das sehr viel Feuchtigkeit spendet, ist das Moisture Hero Haaröl, auch wieder von Hairlust. Das ist ohne Silikone und ohne filmbildende Stoffe und es ist vom Ölgehalt auch nicht so wie normale Öle oder ist auch nicht so schwer. So, dann das ist auch das, worauf man immer aufpassen muss, dass ein Haaröl auch bei welligen Haaren nicht zu schwer von der Textur ist. Außerdem kommt es in einer wieder sehr schön minimalistisch geformten Flasche und dank der Pipette kann man es auch relativ gut dosieren, denn auch davon würde ich euch empfehlen, immer nur wenig zu nehmen. Ein gutes Äquivalent ist das Altera Nutricare Haaröl, aber das ist ein bisschen schwerer von der Textur, da wirklich ganz, ganz wenig von nehmen. Wovon ihr viel mehr nehmen könnt zum Styling und zum Pflegen hinterher, ist das 2-in-1 Lockenbalsam von Alverde. Auf der Verpackung sieht man schon, für Locken oder wellige Haare. Ich finde es für Locken nicht so gut geeignet. Für Locken und Curly Girl Methode und so ist es eigentlich ein bisschen ein viel zu leichtes Produkt. Aber Moment mal, leichte Produkte? Da war ja was. Ja, natürlich. Dadurch ist es viel, viel besser für wellige Haare geeignet. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Zielgruppe gewesen, als man das Produkt erstellt hat. Und ich finde es einfach super für wellige Haare. Einfach ein bisschen was in die Hände machen und hinterher, wenn sie auch noch nicht ganz trocken sind, beim Lufttrocknen reinkneten oder einfach reinkneten, bevor oder nach oder während des Föhns, je nachdem, wie ihr es möchtet. Es ist, wie schon gesagt, relativ leicht von der Textur und hat auch keine filmbildenden Stoffe drin, hat auch ist nicht auf Ölbasis. Es lässt sich meiner Meinung nach auch nicht so wirklich überdosieren. Also ist auch recht leicht in der Anwendung. Ein Haarbalsam, was ein bisschen reichhaltiger ist, ist das Ela Natural Beauty Haarserum. Das ist diese Naturkosmetikmarke von der berühmten Influencerin. Hat sehr viel negative Kritiken bekommen. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich glaube nur, weil
dass eine Marke einer berühmten Influencerin ist, wird das in Social Media so zerrissen. Ich fand die Produkte relativ gut. Sind jetzt nicht irgendwas krass Besonderes, aber eine weitere Naturkosmetik-Serie in der Drogerie. Also finde ich jetzt nicht von Nachteil. Und es gibt, wie gesagt, einige Produkte, die sehr interessant sind, wie das Ela Natural Beauty Haarspitzenserum. Es kommt in einer relativ kleinen Tube, aber es ist aber auch recht reichhaltig und es ist ja auch nur für die Haarspitzen gedacht. Also wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie ja eure Haarspitzen nicht so schön liegen hinterher, einfach davon ja Tic-Tac, M&M's-mäßig große Menge in der Hand verteilen und so ein bisschen durchgehen. Ein anderes gutes Serum, dafür gibt es auch noch von der Marke Altera. Das ist eigentlich so ein Pflegeserum, aber ich finde es eigentlich auch super, weil so als Leave-In-Produkt oder als Serum oder Balsam-Produkt für hinterher. Ja, das waren meine Tipps und Empfehlungen für Produkte für wellige Haare. An der Stelle würde mich wie immer interessieren, welche Produkte könnt ihr noch so empfehlen? Wie immer unten in die Kommentare damit, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal. Vielen Dank an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Video.